Jo, liebe Leute, Theo hier. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem erneuten kleinen, knackigen, saftigen Mario Odyssey Glitch, den ich euch mal wieder vorstelle, Leute. Ich habe schon unzählige Glitches hier vorgestellt und heute habe ich wieder einen neuen, den ich euch zeigen möchte. Und zwar dreht dieser Glitch sich um diese Chain Chomps, die schon seit ewigen Zeiten in den Mario-Spielen fast unbesiegbare Gegner vorhanden sind. Und als Kind haben sie mir wirklich sehr viel Angst bereitet, bin ich ganz ehrlich. Bei Mario Odyssey gibt es ja Optionen, so wie mit dem T-Rex, dass man die zum Beispiel töten kann. Aber heute zeige ich euch eine Möglichkeit, wie Mario nur mit Hilfe von Cappy und einem Stein einen Chain Chomp komplett ausschalten kann. Wie das genau funktioniert, zeige ich euch gleich. Aber vorher will ich noch ein kleines Gewinnspiel machen. Es wird wieder Zeit, dass ich etwas verlose. Und zwar diese drei Mario Amiibos. Also gibt es diesmal drei Gewinne. Damit wenigstens drei Gewinne. Ihr müsst nur kommentieren, Abonnent sein und die Glocke aktiviert haben. Und über einen Daumen nach oben würde ich mich auch freuen. Das Ganze geht zwei Wochen. Dann löse ich das Ganze auf. Ich würde sagen, wir beginnen mit dem Glitch. Viel Spaß. Und so müsst ihr dafür ins Cascade Kingdom. Dort geht es am leichtesten. Dort gibt es mehrere Spots. Ich glaube insgesamt zwei oder sogar drei, wo man diesen Glitch durchführen kann. Und ich zeige euch jetzt einen, wo ihr das machen könnt. Und zwar geht ihr diesen Weg, den ich hier gerade schön über die Brücke springe und dann dort oben hoch zu den Chain Chomps, die dort auf dem Platz sind, die mir da sonst mit dem T-Rex über den Haufen rennt. Aber ich zeige euch, wie ihr das jetzt macht. Ihr nehmt euch erstmal hier einen Chain Chomp, den ihr euch aussucht, den ihr jetzt verglitschen wollt. Dann braucht ihr nur noch einen Stein und ich zeige euch genau, wie ihr den Stein platzieren müsst. Das Ganze ist nämlich ein bisschen tricky, es ist nicht so einfach. Und zwar müsst ihr euch genauso hinstellen, wie ich mich hier hinstelle. Den Stein neben euch genauso oder hinstellen, dass ihr den Stein wirklich an die äußerste Kante werft und dann sollte er ziemlich dicht stehen bleiben, weil der rollt ja immer noch ein bisschen. Dann müsst ihr wiederum nur zu dem Chain Chomp gehen und rechts an dem Stein vorbei. Ihr müsst den Stein aber noch streifen als Chain Chomp. Aber wenn ihr dann rechts an dem Stein vorbei geht, dann habt ihr den Chain Chomp verglitscht, Leute. Er ist nämlich nach unten gefallen, kommt nicht mehr zurück. Also der hängt da wirklich fest und ihr habt ihn damit ausgeschaltet. Die Kette ist auch verbuggt, die geht durch den Stein durch. Und das ist wirklich die einzige Option, diese Chain Chomp so auszuschalten als Mario, wenn man sie einfach irgendwo einklemmt, wie der zum Beispiel. Wenn man reingeht, dann wird man auch sofort wieder automatisch rausgeschmissen aus dem Chain Chomp. Man kann wirklich nichts machen, um ihn da rauszuholen. Gar nichts. Es gibt keine Option, außer wieder irgendwo eine Schnellreise zu machen, damit sich das alles resettet. Und dieser Glitch funktioniert bei mehreren Chain Chomps. Mich würde mal interessieren, ob das in anderen Königreichen auch noch möglich ist mit anderen Chain Chomps und irgendwelchen anderen Wurfobjekten. Wenn ihr das schafft, schickt es mir bei Twitter. Mich interessiert es wirklich sehr. So viel zu diesem Glitch. So könnt ihr einen Chain Chomp ausschalten als Mario. Ich wollte es euch einfach zeigen, weil ich es ziemlich lustig finde. Und das Glitch-Format darf hier natürlich nicht aussterben. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Leute. Vergesst das Gewinnspiel nicht. Haut rein. Ciao und tschüss, euer Theo.